Verfahren war gestern, denn mit diesem Expertenangebot der Woche kommt ihr garantiert ans Ziel. Durch den 5 Zoll, also 12,7 cm großen Touchscreen, ist die Bedienung des Bäcker-Navigationssystems kinderleicht. Die magnetische Halterung, die auch gleichzeitig als Stromversorgung dient, bietet eurem Navi immer einen sicheren Halt. Das Bäcker-Navi enthält Kartenmaterial für 47 Länder Europas und diese könnt ihr dank des kostenlosen Updates ein Leben lang aktualisieren. Durch die 3D-Geländeansicht wisst ihr immer frühzeitig, wenn euch kurvenreiche Straßen oder Steigungen bevorstehen. Die bewährte Bäcker-Taste links unten an der Gerätefront ist stets erreichbar und hilft euch, problemlos und sicher durch das Menü zu navigieren. Ihr befindet euch kurz vor dem Ziel und sucht einen Parkplatz? Kein Problem, euer persönlicher Assistent an Bord hat schon geeignete Parkmöglichkeiten für euch gefunden. Dieses Expertenangebot der Woche kriegt ihr für nur 111 Euro in allen Expert-Fachmärkten oder unter www.expert.de. Expert, immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg oder unter esc-expert.de. Die Lausitz zu Gast in Kamenz bei der Wir 2016 vom 18. bis 20. März. Mit rund 250 Ausstellern die größte Handels- und Gewerbemesse der Lausitz. Mit vielen Informationen, tollem Programm und zahlreichen Live-Auftritten. Zum Beispiel mit Andreas Holm und Thomas Lück am Samstag und mit Uta Bresan am Sonntag. Für alle Kinder kommt Pitti Platsch mit seinen Freunden am Samstagvormittag. Und mit dem täglichen Messeradio ihrer Elsterwelle live von der Via 2016 an allen drei Messetagen. Freuen Sie sich auf die Wir 2016 in den Messehallen im Gewerbepark Kamenz und sagen Sie hinterher bloß nicht, Sie hätten es nicht gewusst. Wir bringen Sie, wohin Sie wollen, zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, immer erreichbar, Hoyerswerda 40 66 66. Mit Taxi Martin fahren Sie immer richtig, Hoyerswerda 40 66 66. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Guten Tag und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Mittwoch. Das Archäotechnische Zentrum in Wetzlow feiert Geburtstag. Vor 5 Jahren wurde das Haus mit seinen vielfältigen Angeboten zur Geschichte der Region eröffnet. Allerdings darf man nun kein Heimatmuseum erwarten, sondern hier geht es vor allem um alte Technik. Von der Steinzeit über das Mittelalter bis heute wurde mit Holz, Stein und Metallen gearbeitet. Diese Historie der Menschheit kann man hier erkunden. Welzow macht aus der Not eine Tugend und wirbt für sich als Stadt am Tagebau. Inmitten des Ortes befindet sich das Archäotechnische Zentrum, das indirekt auch mit der Kohle zu tun hat. Aber nicht die Erklärung, wie sie entsteht und gefördert wird, sondern der Grundstoff Holz steht hier im Mittelpunkt. Denn bevor die Bagger anrücken, wird nach Überresten von Siedlungen gegraben und dabei eine ganze Menge davon gefunden. Mit modernen wissenschaftlichen Methoden lässt sich daraus viel ableiten. Hölzer sind ganz wichtig für die Wissenschaft, weil in diesen Hölzern steckt nicht nur eine Altersangabe, die den archäologischen Befund dann auch datiert,
sondern in den Hölzern stecken auch sehr viel mehr Informationen. Also zum Beispiel über die Jahrringchronologie, Klimageschichte. Wie sieht eigentlich ein Wald vor 5000 Jahren aus? Wenn wir die Hölzer haben, können wir über die Holzentwicklung herausbekommen, ob der Baum gute oder schlechte Tage hatte, wie die Umweltbedingungen sind. Mal ganz davon abgesehen, dass wir herausbekommen haben, welche Hölzer, welche Pflanzen überhaupt vorhanden gewesen sind. Wir können ja nicht zurückreisen und schauen, welche Bäume waren da. Wir müssen das über die gefundenen Hölzer machen. Das Ganze hat natürlich auch einen Haken, denn sind die Funde aus der feuchten Erde bzw. der Grundwasserschicht auf dem Trockenen, gehen sie schnell kaputt. Im nahegelegenen Klarasee übrigens eine Tagebaugrube, die 1896 aufgeschlossen wurde, soll dazu jetzt ein Pilotprojekt starten. Die Hölzer werden alle geordnet in einem Unterwassermagazin untergebracht. Das heißt, so wie man Keramik in ein großes Regal stellt, in Kisten verpackt, werden die Hölzer in Stahlkäfigen unter Wasser eingelagert, sind registriert, wo sie sind, sind gekennzeichnet und werden dort aufbewahrt. Also im Prinzip einfach so gestapelt wie in einem Unterwassermagazin. Und wenn der Wissenschaftler sie in 5 oder 10 Jahren braucht, dann werden sie einfach wieder rausgeholt und kommen dann auf den Tisch des Wissenschaftlers, um sie zu untersuchen. Klingt simpel, allerdings ob es funktioniert, ist noch unklar. Trotzdem sind sich das Brandenburger Landesamt für Archäologie und die Wissenschaftler vor Ort sicher, einen Versuch ist es wert. Ein Knackpunkt ist sicherlich, dass der Klarasee bloß 2 Meter tief ist. Das heißt, es ist ein bisschen Licht im Spiel. Was jetzt die archäologischen Hölzer, die vielleicht 1000 oder 3000 Jahre alt sind, dort unten machen, ob die Fische dran knabbern, ob die Algen dran wohnen, ob Muschelschalen sich entwickeln dort und daran fressen, wissen wir noch nicht. Fakt ist, die Angler sagen prima, Hölzer in der Mitte heißt, dort wird die Kinderstube der Fische sein, weil sie dort in den Käfigen sicher sein werden vom Gefressen werden. Wir werden sehen, ob dieses Projekt funktioniert. Fakt ist auf jeden Fall, die Hölzer können nicht im Boden einsinken, sondern liegen auf einer großen Kiesschicht in den Behältern, sodass sie auch wieder geborgen werden können, was anderenorts nicht möglich ist. Was ist, wenn es schief geht? Wenn es schief geht, ist es allemal besser jetzt schief gegangen, als vor 1 Jahr oder 2 Jahren auf der Grabung einfach weggeworfen, weil keine Möglichkeit gewesen ist, die Hölzer aufzubewahren. Jedes Stück Holz, was hierher kommt und eingelagert wird und dann in 5 Jahren vielleicht noch da ist, ist ein besseres Stück Holz als das, was einfach weggeworfen werden muss auf Grabung, weil es einfach nicht verarbeitet, bearbeitet werden kann. Der wissenschaftliche Anspruch im ATZ ist da, aber natürlich soll der Spaß für die Besucher auch nicht zu kurz kommen. Daher sind zahlreiche Workshops im Angebot. Leicht ist es für den Archäologen, Mitmachangebote zu kreieren, die sich rund um die Archäologie drehen. Also, der Töpferkurs, wo wir Gefäße herstellen, wie sie vor 5000 Jahren hergestellt worden sind, wird nachgefragt von Reenactment-Gruppen. Oder Lebensmittel anzubauen und mit diesen Lebensmitteln zu arbeiten, wie vor 5000 Jahren, gar kein Problem. Oder mit Weide zu arbeiten. Weide ist ein universell nutzbarer Werkstoff, der vor Tausenden von Jahren schon im Einsatz war, zum Dachdecken, zum Körbe herstellen. Solche Projekte sind einfach für den Archäologen. Das führen wir durch, das kann ich, das können Mitarbeiter oder Bekannte vom Archäotechnischen Zentrum, die sich bereit erklären. Ein nicht alltägliches Angebot ist der Bronzeguss. Hier kann man tatsächlich im Schweiße seines Angesichtes erleben, wie vor Tausenden von Jahren Metall bearbeitet wurde. Bronzeguss ist sehr speziell. Bronzeguss ist auch gefährlich, aber es macht riesen Spaß, Gegenstände aus Wachs in Bronze umzusetzen und bei 1200 Grad heißem, flüssigem Material zu gießen. Da ist der Adrenalinspiegel hoch. Wir haben einen Spezialisten, den Thorsten Hemmerking aus dem Norden Deutschlands, der dann kommt und mit unseren Gästen zusammen, das sind meistens 10 oder 12, Bronze gemeinsam gießt. Das sind Workshops, die über 2 Tage gehen. Das ist auch sehr anstrengend, da ist der Tag auch dann schon mal lang. Aber wenn dann am Donnerstag angefangen, Wachsobjekte herstellen und über Nacht einbetten und ausbrennen, dann am nächsten Tag gegossen ist, dann ist immer die Freude groß, wenn es gelingt und man einen Gegenstand mit nach Hause nimmt,
den man so nicht kaufen kann, den man selbst gemacht hat und den man auch wie nach alter Väter-Sitte hergestellt hat. Das ist eine spannende Geschichte und wir sind froh, dass wir auch dieses Jahr, im April kommt der nächste Kursus, auch zweimal diesen Kurs anbieten können. Den wir übrigens auch mit Gymnasiasten und auch mit Schülern 5., 6. Klasse schon durchgeführt haben. Mit dem geplanten Verkauf des Energiekonzerns Vattenfall ist auch die Zukunft des Archäotechnischen Zentrums in Welzow unklar. Das Unternehmen finanziert nicht unwesentlich die Arbeit des Hauses. Kann man nur hoffen, dass hier noch weitere spannende Geburtstage gefeiert werden können. Am Donnerstag kommt der Bücherfrühling nach Sachsen. Kurz vor Beginn des Literaturfestes auf dem Leipziger Messegelände werden die Programmhöhepunkte der diesjährigen Buchmesse vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema Meinungsfreiheit. Auf der Leipziger Buchmesse und den rund 3000 Rahmenveranstaltungen kann in den kommenden 4 Tagen wieder gelesen, diskutiert und gestaunt werden. Insgesamt 2250 Aussteller aus 42 Ländern präsentieren ihre aktuellen Werke. Im Fokus der Buchmesse stehen unter anderem die Themen Flucht, Zuwanderung und Integration. Das offene Wort und der Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen und Nationen sind das Credo in diesem Jahr, wie Messechef Martin Bull-Wagner weiß. Eins haben wir, glaube ich, alle gemeinsam. Messen stehen für den Austausch mit anderen Völkern und anderen Nationen. Das ist eine Grundlage. Das ist dieses weltoffene Miteinander ist und die absolute Grundlage für internationales Handeln, für internationales Geschäft. Und nur offene Gespräche können dazu führen, dass man miteinander agiert und über Grenzen hinweg tätig ist. Für Autoren in aller Welt ist die Meinungsfreiheit essentiell. Diese zu verteidigen und Räume für das freie Wort zu schaffen, dafür sehen sich die Organisatoren der Messe in der Pflicht. Die Buchmesse will mit dem Motto für das Wort und die Freiheit ein Signal setzen. Die fürchterlichen Anschläge im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres auf Charlie Hebdo haben uns, glaube ich, alle ziemlich deutlich vor Augen geführt, was das eigentlich bedeutet, Meinungsfreiheit zu haben. Und vielleicht haben wir auch in der Vergangenheit zu wenig davon Gebrauch gemacht und uns zu wenig dafür eingesetzt. Ohne Meinungsfreiheit gibt es diese Branche jedenfalls in dieser Form nicht. Und deshalb fühlen wir auch die Verpflichtung dafür, für das Thema Meinungsfreiheit einzutreten. Sie ist für uns nicht verhandelbar und sie ist für uns auch nicht in irgendeiner Form der Realpolitik zu unterwerfen und dann mit Dinge zu entscheiden oder Dinge zu beschließen, die dieses Menschenrecht, dieses Grundrecht einschränkt. In Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung werden die Herausforderungen und Chancen der Zuwanderung und Integration beleuchtet. Doch die Buchmesse spiegelt nicht nur die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen wider. Bereits zum 3. Mal begleitet die Manga Comic Convention die Buchmesse und wird auf ganz eigene Weise Literatur rezipieren. Ja, der Zustrom zu dieser Messe hält an, wie mit Medien umgegangen wird, also das Verhältnis von digitalen Medien, analogen Medien, kann man da eigentlich ganz gut studieren, wie junge Leute Medien konsumieren. Und es ist einer der wesentlichen Treiber der Leipziger Buchmesse, junges Publikum insgesamt auf die Veranstaltung zu bekommen. Die Leipziger Buchmesse ist der wichtigste Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche. Rund 250.000 Besucher werden bis Sonntag auf dem Messegelände erwartet. Und nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder für Sie da, wie immer mit spannenden Themen. Bleiben Sie also unbedingt dran. We'll be right back.
Das große Kinder-Ostersportfest der Lebensräume am kommenden Montag von 15 bis 17 Uhr in der VBH Arena. Mit dem Sportclub Hoyerswerda und vielen sportlichen Stationen. Mit Ostereierhockey und Eierrally. Achtung Kids, bitte Turnschuh anziehen. Das Kinder-Ostersportfest des Sportclub Hoyerswerda und der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Und damit willkommen zurück. Zur Saison 2017 soll das Wegeleitsystem für Autofahrer im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes größtenteils fertiggestellt sein. Die Genehmigungsverfahren für das Aufstellen der Schilder laufen, hieß es auf der Sitzung des Zweckverbandes in Bergen. Zeitgleich wird an der Konzeption von Infopunkten in den Kommunen gearbeitet. Die Kosten für die Beschilderungen liegen bei mehr als 300.000 Euro. 75% davon werden von der LMBV getragen. Weitere Meldungen des Tages haben wir jetzt kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Ausbildungsbetriebe und Tour erkunden, hieß es am Mittwoch auch in der Redaktion der Elsterwelle. In 90 Minuten bekamen die 5 Oberschüler aus Hoyerswerda und Lauter einen kurzen Einblick in die Welt der Bericht- und Nachrichtenerstattung. Nach einem kurzen Rundgang in der Redaktion ging es schon ins Nachrichtenstudio, wo sich alle einmal beim Nachrichtensprechen ausprobieren konnten. Am Mittwochvormittag fand in der Verbraucherzentrale in Hoyerswerda eine Veranstaltung zu Erbsen statt. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich über die grüne Osterhülsenfrucht zu informieren. Doch nicht nur interessante Fakten wurden vermittelt, sondern vor allem Anschauungsbeispiele für leckere Gerichte präsentiert und selbstverständlich auch verkostet. Zum Beispiel Erbsenpesto oder eine Erbsenlasagne. In diesem Jahr findet diese Veranstaltungsreihe der Verbraucherschützer einmal im Monat statt, in der immer eine neue Hülsenfrucht vorgestellt wird. Nächste Woche gibt es hier bei der Elsterwelle noch mehr Informationen über die Erbse. Das Programm für die Seenlandtage 2016 liegt vor. Am 23. und 24. April wird wieder zu zahlreichen Veranstaltungen und Ausflügen in der gesamten Region eingeladen. Mehr als 40 Programmpunkte sind in einem Flyer zusammengefasst, den es im Internet und in der Touristeninformation der Region gibt. Auf ein positives Geschäftsjahr blickt die Hoyerswerda Geschäftsstelle der Commerzbank zurück. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 140 Kunden neu gewonnen. Aktuell werden in der Filiale Friedrichstraße mehr als 13.300 Privat- und Geschäftskunden betreut, wurde am Mittwoch während der Vorstellung der Bilanz mitgeteilt. Investiert wird in diesem Jahr in digitale Angebote und den Umbau zu einer Multikanalbank. Aber auch die persönliche Beratung in der Filiale soll weiter gestärkt werden. Der Anteil an diesen Leistungen habe stark zugenommen und werde gewünscht und geschätzt. Dies sei ein Grund des hohen Zufriedenheitsgrades der Kunden, erklärte der Hoyerswerda Filialdirektor Carsten Deke. Zwei Kellerbrände entwickelten sich am 17. sowie 28. Februar in der Großenhainer Straße in Königsbrück. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen schwerer Brandstiftung in den Mehrfamilienhäusern. Beim zweiten Brand am 28. Februar bemerkten Zeugen einen sich auffällig verhaltenen Mann, auf den folgende Beschreibung passt. Er ist etwa 170 bis 175 cm groß, trug ein Sweatshirt mit Kapuze sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Görlitz unter 03581 468 100 zu melden. Eine Verkehrsinsel war gleich zwei Autofahrern am Dienstagmorgen auf der Thomas-Münzer-Straße im Weg. Zunächst übersah ein 50-jähriger Pkw-Fahrer bei schlechter Sicht die Verkehrsinsel und überfuhr sie. Dabei beschädigte er beide auf der Insel befindliche Verkehrszeichen sowie einen schwarzen Ford Mondeo. Der Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle. Nur ein paar Minuten später bemerkte eine 55-jährige Frau aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen ein stehendes Fahrzeug nicht. Sie wich diesem aus und überfuhr dabei die Verkehrsinsel halbseitig. Es entstand kein Schaden. Am Wochenende werden die Züge der Linien Regionalexpress 15 Hoyerswerda-Ruhland-Dresden zwischen Coswig und Dresden Hauptbahnhof durch Busse ersetzt. Die Regelung gilt ab Freitag 18 Uhr bis Sonntag 14 Uhr. Grund sind Arbeiten für die Inbetriebnahme der neuen S-Bahn-Gleise. Die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen sowie die Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen sind im Ersatzverkehr nur eingeschränkt möglich. Die Bahn bittet dies zu beachten.
Jugendliche aus der Region sind wieder aufgerufen, sich an der diesjährigen 48-Stunden-Aktion vom 10. bis zum 12. Juni zu beteiligen. Im Zeitraum von 2 Tagen soll dann ein selbstgewähltes Projekt ehrenamtlich umgesetzt werden. Bei der Projektauswahl gibt es so gut wie keine Grenzen, heißt es vom Organisationsteam. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.48stunden-bautzen.de. Anmeldeschluss ist der 30. April. Im vergangenen Jahr hatten sich im Landkreis Bautzen knapp 90 Gruppen beteiligt. Aus unserer Rubrik Gesucht und gefunden. Am Freitag vergangener Woche ist ein Nymphensittich am Lausitzer Seenlandklinikum Hoyerswerda gefunden worden. Das Tier befindet sich zurzeit bei der Tierschutzliga in Kleindöbbern. Nähere Angaben gibt es im Bürgeramt telefonisch unter 03571 45 63 19. Heute ist Tag der Informationsfreiheit. Was sich dahinter verbirgt, bleiben Sie dran. Nichts los hier? Oh, doch! Wer möchte mitmachen? In lockeren Interviews bieten wir den Akteuren vor Ort eine Plattform, um sich vorzustellen. Egal ob Krabbelgruppe, Jugendclub, Häkel- oder Töpferkurs oder die Männerrunde. Jeder hat hier die Chance, dabei zu sein. Ausnahmen gelten für kommerzielle Angebote. Interessiert? Einfach eine E-Mail mit kurzer Beschreibung, Ansprechpartner und einer Telefonnummer an info@elsterwelle.de. Heute ist der Tag der Informationsfreiheit. Informationsfreiheit, das ist sozusagen unser Recht auf den Zugang zu Informationen bei öffentlichen Verwaltungen. Wie zufrieden Sie mit der Transparenz von öffentlichen Verwaltungen sind, das wollten wir in einer kleinen Umfrage wissen. Da habe ich wenig zu tun in der letzten Zeit. Es gibt sicherlich gute und schlechte Sachen. Aber da möchte ich mich nicht äußern, das irgendwie. Ich bin wenig bei Ämtern gewesen bis jetzt. Eigentlich geben sie alle Mühe irgendwie. Aber manchmal merkt man auch, dass der Bürokratismus manchmal, der Amtsschimmel manchmal wieder irgendwie. Einige Sachen sind schon eigenartig. Aber willst du machen, ist mir so. Ich sage immer, der Deutsche hat den Bürokratismus erfunden. Und den führen wir durch teilweise. Tja, ich bin eigentlich erst seit einem Jahr zugezogen. Da kann ich mir nicht so viel Meinung bilden. Ich komme von Leipzig. Aber ich bilde mir ein, das ist hier ganz gut organisiert. Man wird informiert über die wöchentliche Zeitung. Man muss sich ein bisschen selber interessieren und nachfragen, ob was ist oder nichts ist. Habe ich wenig damit zu tun, da ich ja in Pension bin. Aber ich bin eigentlich überall klargekommen, wo ich hingegangen bin. Aber wenig. Wissen Sie was? Ich bin zu alt, um dorthin zu gehen überall. Ich nehme das jetzt so, wie es ist. Und gut, und da läuft das so. Eigentlich nicht. Die Öffnungszeiten, das gefällt mir alles nicht so. Ich hatte einmal eine Kur, das war Anfang 83. So alt ich bin. Und alle Kuren werden abgelehnt. Das wird alles geheim gehalten. Hauptsache, dass der Bürger das nicht erfährt, was die für einen Mist fabrizieren. Nein, nicht wirklich. Weil man ja schon alles Mögliche immer irgendwie beantragen muss und weil man gar keinen Einblick hat in all dem, was sie von uns wissen möchten. Ja. Hm. Ich sag mal so, also wenn man sich darum bemüht, um Informationen und das, was man hören muss, was man braucht für sich, für seine Arbeit, für die Familie, kann man, denke ich, da schon zufrieden sein. Ein bisschen was in der Zeitung stehen, wenn besondere Anliegen sind. Oh, es geht schon. Wir sind ja noch nicht so alt, wir kümmern uns. Ne? Sind eigentlich zufrieden. Ja, das ist alles okay. Ich nehme die eigentlich gar nicht in Anspruch. Ich brauche das nicht. Kann ich jetzt so eindeutig nicht sagen. Ich gehe da wenig hin. Ich melde mal das Auto an, das wird aber angemeldet, da bin ich umgezogen. Dann hat das alles geklappt auf dem Einwohnermeldeamt, alles wunderbar, also beschweren könnte ich mich nicht. Ja, ich habe nichts damit zu tun, aber wenn, dann geht's zügig eigentlich.
Also ich muss sagen, ich bin erstmal nicht aus Hoyerswerda, sondern aus der Elsterheide. Und zweitens, in der Elsterheide ist es sehr gut, aber in Hoyerswerda ist es nicht ganz so, wie man sich das erwünscht. Naja, zum Beispiel die Touristinformation, da geht es jetzt laufend hin und her. Wer nun und wo sie hinziehen. Und es sind so ein paar Sachen, wo man sagt, es ist ein bisschen noch zu ändern. Wie wir gehört haben, ist die Meinung geteilt. Aber liebe Zuschauer, denken Sie einfach dran, Sie haben das Recht, nutzen Sie es doch einfach auch mal aus, anstatt sich immer nur zu beschweren. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 16. März 2006 ist in Hoyerswerda die Brigitte Reimann Begegnungsstätte offiziell eröffnet worden. In einer Gästewohnung der Wohnungsgesellschaft unweit des ehemaligen Domizils der Schriftstellerin wurde das Arbeits- und Wohnzimmer der Reimann originalgetreu nachgestaltet. Als die Schriftstellerin 1960 nach Hoyerswerda kam, war sie jung und vor allem kritisch. Im Braunkohlerevier entstand in Plattenbauweise eine neue Stadt, die ihr zu kalt, zu anonym war. In ihrem autobiografischen Roman Franziska Linkehand hat sie diese Gefühle beschrieben und damit Hoyerswerda auch ein Denkmal gesetzt. Auf ihre Spuren und die der Architektur machen sich jedes Jahr zahlreiche Studentengruppen, die dann auch in der Begegnungsstätte zu Gast sind. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein veranstaltet am Donnerstag unter anderem im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda um 9 Uhr ein Frühstückstreff für junge Muttis sowie ein Kaffeeklatsch ab 14.30 Uhr im Stell dich ein in der Einsteinstraße in Lauter. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda wird am Donnerstag gemeinsam mit den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda in einem Aktionsnachmittag der Tag des Wassers begangen. Die Angebote dort können von 14 bis 17.30 Uhr genutzt werden. Die Volkssolidarität veranstaltet am Donnerstag im Forumsaal der Hoyerswerder Lausitzhalle wieder einen Tanzcafé. Los geht's um 15 Uhr. Zum Mädchentreff wird am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in das Jugendhaus Lauter am Lessingplatz eingeladen. Auf der Bühne des Osterdorfes im Lausitz-Center Hoyerswerda zeigt am Donnerstagnachmittag das Puppentheater Glöckchen die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen. Vorstellungsbeginn ist 16.30 Uhr. Im Mehrgenerationenhaus Bernsdorf in der Eisenwerkstraße findet am Donnerstag ab 18 Uhr eine Elternsprechstunde im Jugendtreff statt. Im Cinemotion Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem die Abenteuergeschichte Die Bestimmung Teil 1, der Familienstreifen Kung Fu Panda 3 und der Trickfilm Somania. Und der Feiertag der Iren, der St. Patrick's Day, wird am Donnerstag im Irish Pub Black Raven in Hoyerswerda mit Live-Musik gefeiert. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. In der Nacht zum Donnerstag klar und trocken, das Quecksilber sinkt auf bis zu 5 Grad ab, es weht dabei ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Am Donnerstag sonnig und trocken, bei Höchstwerten zwischen 10 bis 13 Grad. Am Freitag und auch am Samstag wieder mehr Wolken als Sonne, aber nur geringe Regenneigung. Tagsüber wieder kühler, in den Nächten aber zunehmend frostfrei. Und das war es auch schon wieder mit der Drehscheibe Lausitz am Mittwoch. Morgen schauen wir nach Lauter. Die Betreiber des künftigen Asylbewerberheims haben sich dort am Abend vorgestellt. Das Team wünscht Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Es würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten würden. Bis dahin, machen Sie es schön gut und tschüss.